So, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Gespräch mit Sabine Richter, mein heutiger Gast. Und heute am 26. August 2017, ein ganz besonderer Tag für Sabine. Wer ist Sabine Richter und warum ist das ein besonderer Tag? Sabine Richter ist ein Channel-Medium, ein Mensch, ein ganz normaler Mensch mit Familie und drei Kindern, aber eben auch Medium. Und ich selbst kenne sie seit 2011 und habe sie als Channel Medium kennengelernt. Und heute ist der Tag, an dem sich ihr erstes Channeling nach 10 Jahren ist es her, vor 10 Jahren das erste öffentliche Channeling gemacht hat. Sabine, ich begrüße dich ganz herzlich und ich freue mich, dass ich an diesem besonderen Tag dein Gesprächspartner sein darf. Und ich freue mich, dass du uns jetzt erzählst, wie es dir ergangen ist. Du weißt ja, du bist ja schon seitdem du geboren bist, eigentlich Medium. Wir haben ja schon im Gespräch mit Gabriele ein langes Gespräch mit dir gehabt und da hast du über deine medialen Fähigkeiten schon in der Kindheit erzählt. Aber dass du Channel-Medium wurdest, dass du channelst, das kam ja erst später, dass du dich getraut hast, das auch rauszubringen. Und darum geht es, glaube ich, heute. Denn vor 10 Jahren warst du das erste Mal öffentlich unterwegs. Magst du erzählen, wie es bis dahin gekommen ist? Ja, also erstmal auch vielen Dank, dass du mein Gesprächspartner heute sein willst. Ist ja auch mal gegenseitig was Schönes. Und hallo an alle Menschen, die das auch interessiert, was ich zu erzählen habe. Ja, also vor 10 Jahren, am 26. August 2007, ist es eben zum ersten Mal geschehen, dass ich durch befragt werden in so einem Rahmen Antworten für allgemein interessante Sachen gemacht habe, also öffentliche Fragen in dem öffentlichen Rahmen. Ja, wie ist es dazu gekommen? Also ich habe früher schon öfter viele, so immer wieder Vorträge gemacht. Also ich bin von Beruf Erwachsenenbildnerin, Sozialpädagogin und habe Erwachsenenbildung gemacht und mir ist das schon immer leicht gefallen. Ich habe auch Theater gespielt 6 Jahre und ich hab das freie Sprechen eigentlich ganz gut gekonnt so. Und bis ich dann so Lampenfieber hatte, dass ich das Theaterspielen sausen habe lassen und schwanger war ich außerdem. Aber im Großen und Ganzen war es so, dass ich bei Referaten und so, das war für mich nichts eigentlich, vor der Klasse zu sprechen. Und es ist oft passiert, dass ich dann plötzlich gemerkt habe, das war irgendwie so total still und alle waren wie nicht da. Und es hat irgendwie hat durch mich was geredet, wo ich gedacht habe, das kann doch gar nicht aus meinem Kopf sein. Das wusste ich eigentlich gar nicht, aber es fühlt sich so richtig an. Und da bin ich oft ganz erschrocken, weil ich ganz von meinem Konzept abgewichen war. Und wenn ich dann gesagt habe, hört ihr eigentlich zu oder interessiert euch das überhaupt, was ich sage? Er war, ja, mach weiter, total spannend und so. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass da eine Ebene in mir spricht, die ich sonst nur durch Herholen und Befragen kenne. Also das war früher schon so. Und dann habe ich eben 2006, hatte ich einen Traum und da saß ich in meinem Traum auf der Couch in meinem Wohnzimmer. Neben mir saß ein Freund, ein guter Freund von mir, und wir haben beide von meiner Couch aus in den Himmel geschaut und die Sterne gesehen. Also in dem Traum war das ganz einfach, da gab es keine Decke in diesem Zimmer. Und ich bin dann so in diese Sterne gesogen worden. Und naja, dann hat der zu mir gesagt, das machen wir jetzt immer. Immer wenn wir zusammen sind, machen wir das. Du musst von dort erzählen. Und ich hatte das dann am nächsten Morgen gespürt, dass das bedeutsam ist für mich, dieser Traum, und wollte das umsetzen und habe es einem anderen Freund erzählt, der mich lang begleitet hat und den ich immer damals als meinen Mentor bezeichnet habe, der sehr spirituell war und der mir dann zur Antwort gegeben hat, ja, da möchte das kleine Ego etwas, wozu die Seele noch nicht bereit ist. Und da dachte ich, oh Schreck, okay, ich lasse es wieder sein, ja. Und erst später habe ich irgendwie verstanden, welche Mechanismen da greifen in dieser Beziehung zu den Menschen, also freundschaftlichen Beziehung. Aber zu der Zeit hat es mich dann noch ziemlich zurückgeworfen und ich habe immer gedacht, oh Gott, mein Ego, das muss ich jetzt erstmal erlösen und ich will was sein, wozu die Seele noch gar nicht bereit ist. Aber es hat dann
trotzdem haben wir so gearbeitet und auch dieser Freund, der in dem Traum dabei war, dem ich seit Zeit habe, der hat gesagt, los, wir machen das jetzt. Ganz wurscht, was das Ego dazu sagt, wir machen das jetzt. Ja, und dann haben wir uns also zusammengetan mit ein paar anderen Freunden und haben einfach uns an diese Lehren von damals gehalten, an die Bücher. Man muss die aufgestiegenen Meister channeln und die aufgestiegenen Meister wissen alles. Und da ist halt Lord Maitreya und Lady Nada und so. Und da wäre also fünfdimensional das ganze Wissen da. Und da habe ich mich viel damit beschäftigt damals auch, weil ich wollte halt das alles wissen und lernen. Ich wollte verstehen, was in mir anders ist und wie das ist und wer eigentlich zu mir spricht. Ja, und dann haben wir uns also hingesetzt und haben bewusst, also der Thomas hieß der, Thomas Weber, der ist eigentlich Mathematiker und das sind, ja, ich habe immer mit so ganz verschärften, rechtzeitig orientierten Menschen diese Channelings gemacht und der Thomas Weber, der hat also zu mir dann gesagt, so, du musst dich jetzt auf den Lord Maitreya einstellen, weil das ist also irgendwie der pfirsichfarbene Strahl und so und da fragen wir jetzt mal hin. Ja, und es war tatsächlich so, ich war dann eingebettet in diese Farben und es hat mich völlig irritiert, weil ich musste durch Anleitung von außen was tun, was ich vorher ganz einfach selber gekonnt habe. Und es war ganz komisch. Ich war also halt wie ein Analphabet in der Sache. Und dann war ich eben da so im Kanal und ich habe schon gemerkt, dass es eine andere Qualität hat, wenn man nichts selber macht, sondern nur da sitzt und wartet, was in Resonanz durch Fragen entsteht. Es ist eine ganz andere Qualität, als selber mit sich zu arbeiten. Und ich habe gemerkt, da kann ich mich richtig loslassen wie der tote Mann so im Wasser und ich muss nichts mehr. Das geschieht von selber. Es war schon eine tolle Erfahrung. Und dieser Lord Maitreya, der erste Satz von dem Chant, den ich überhaupt jemals öffentlich laut gechannelt habe, war, ihr müsst immer aufpassen. Das war also mein erster gechannelter Satz. Ihr müsst immer aufpassen. Und wir wollten dann wissen, gut, worauf müssen wir aufpassen? Und dann ist sofort gekommen der zweite Satz, es werden in der Zukunft zwei verschiedene Gesellschaftsformen entstehen und die Welt wird sich polarisieren und ihr müsst euch entscheiden. Also das war schon damals bei diesem allerersten Channeling sofort die Information. Und genau, ja, und da haben wir dann halt rumlaboriert. Und aus dieser kleinen Gruppe von verschiedenen Leuten, also eine Sozialpädagogin noch, die in Nürnberg beim Krisennotdienst arbeitet und die andere, das ist auch eine Therapeutin, die war dabei und eine, die in einem metallverarbeitenden Unternehmen, die Kataloge übersetzt in 6 verschiedene Sprachen und im Büro sitzt, also lauter so Menschen, ja, die eigentlich mit Spiritualität gar nichts am Hut hatten und eben der Thomas als Mathematiker, der Handy-Apps herstellt und ich dann, wir saßen dann halt zusammen und haben dann gemerkt, mein Gott, da kommen echt Antworten, die sind der Hammer, ja, da erfährt man einfach irgendwas und wir haben uns dann ein Jahr lang jedes Wochenende getroffen. Und so ist das Buch Der siebte Himmel, also zuerst das erste Buch, Die Lichtwelten, also Welten des Lichts hieß das erste Buch, das schnell weg war. Da haben wir eine ganz geringe Auflage, ich weiß es nicht, wie viel wir hatten, 100 Stück oder 130 oder so. Das war sehr schnell weg. Und dann kam dann ganz schnell Der siebte Himmel, ist jetzt, wo auch Teile von dem ersten Buch mit drin sind. Ja, und das war vor 10 Jahren, so hat es angefangen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich jedes Channeling in Zweifel gezogen habe, immer. Also ich rede jetzt dazu, wolltest du vielleicht mal was fragen zwischendrin? Ja, du hast ja gemerkt, wie es angefangen hat, aber so hat es einfach angefangen, genau. Das ist so ein schöner Fluss, den möchte ich auch gar nicht unterbrechen. Ja, also... Warst du denn aufgeregt beim ersten Channeling? Na klar. Gerade den Hund in der Nachbarschaft, das irritiert mich ein bisschen, aber ich hoffe, das stört nicht. Es ist halt, mischt halt mit. Ja, also aufgeregt war ich nicht. Nee, gar nicht. Ich war eigentlich nur ein einziges Mal bei öffentlichen Channelings aufgeregt und es war, als das erste Mal 70 Menschen gekommen sind. Und dann mal 250, das war einmal bei einer Messe. Und bei den 70 Menschen war ich aufgeregt, weil da Leute da waren, wo ich wusste, dass die nur darauf warten, dass ich einen Fehler mache. Aber wenn ich dann im Kanal bin, vergesse ich sowieso alles. Da ist egal, da können Tausende von Menschen sein, das merke ich überhaupt nicht, das ist mir völlig wurscht.
Ja, und naja, genau, also wir haben also dann diese Channelings gemacht, wie überhaupt die Sinnhaftigkeit von Existenz ist. Und da sind ja diese ganzen Texte aus diesem siebten Himmel entstanden, wie das überhaupt entsteht. Und ich habe dann gemerkt, ich kann das Universum von außen anschauen. Das wusste ich vorher alles nicht. Ja. Früher habe ich immer mediale Arbeit gemacht. Ich habe ja 3 verschiedene Praxen schon da in Nürnberg gehabt vorher. Und habe da Tarotberatung gemacht und ich wusste einfach, die Leute, die zu mir kommen, da waren die Tarotbilder nur eine Übersetzungshilfe für die Menschen. Aber ich habe alles gewusst, ich habe die Menschen gesehen, ich habe die Bilder gesehen auf dem Tisch und ich wusste einfach alles. Also das war diese Privat-Channelings, die ich mache, die haben damals schon stattgefunden, ohne dass ich es gewusst habe. Okay. Und dann bin ich auch zu der Ude Kretschmar gefahren, im Schwarzwald ist die, und das ist ja auch ein bekanntes Channel-Medium damals gewesen. Die hat den Konfuzius und Kotomi gechannelt und hat lustige Bücher gemacht. Die ist überhaupt lustig auf ihre Art, und da war ich dort und war schwer beeindruckt, weil ich Channeling gekriegt habe von dem Konfuzius, glaube ich, Konfuzius. Und das war der Wahnsinn, dass irgendjemand über mich was weiß, von dort oben. Und da war ich so aufgeregt und es war toll. Und was der gesagt hat, das war genau, hat es gestimmt. Ja. Und ich habe mir gedacht, boah, das will ich können. Und dann bin ich mit meinem Mann, damaligen Mann, also der Papa von meinen 3 Kindern, sind wir dann zum Crayon-Festival nach Germering in München gefahren und haben uns dort den Crayon den Lee Carroll angeschaut. Und als ich dann da drin saß, dann habe ich gewusst, das werde ich machen. Und es war 2003. Da habe ich schon ganz viel mediale Sachen gemacht. Also habe schon auch sehr intensive, außerkörperliche Erfahrungen gehabt und so. Und habe viel mit der Medialität gearbeitet und habe auch eine Menge extraterrestrische Wesen gesehen und war da echt schon involviert, auch in der therapeutischen Arbeit mit Menschen. Aber dass ich mich hinsetze und bewusst in den Kanal gehe und Fragen beantworte oder so eine ganze Geschichte da erzähle, das habe ich beschlossen, das werde ich sein, als ich 2003 in Germering war. Und 2006 habe ich es dann eben geträumt. Und Ende 2006 und 2007 haben wir es dann eigentlich erst richtig in die Tat umgesetzt. Würdest du sagen, wenn man so diese reine Absicht in sich spürt, dass man das wirklich dann auch wahrnehmen und ernst nehmen soll. Ich möchte das jetzt machen. Und dann kommst du da irgendwann hin, wirst du hingeführt. Also du hast es ja ganz deutlich in dir gespürt und ganz deutlich gewusst. Und 3 Jahre später hast du deinen Traum gehabt. Ja, und auch immer gemacht schon die ganze Zeit. Ich habe es irgendwie gemacht, nur das Format war ganz anders. Das war so im kleinen Rahmen und für mich und heimlich und so. Ich warte ja heute noch drauf, dass ich in der vollen Stadthalle die Channelings mache, weil das ja praktischer wäre, wenn es gleich 500 Leute oder 2000 Leute auf einmal hören, als wenn man dann 100 Mal mit 100 Leuten arbeiten muss. Das ist einfach viel umständlicher. Und das würde ich immer noch machen. Ich hatte die Gelegenheit, in München-Haar in der Stadthalle aufzutreten, und zwar organisiert vom Lichtfokus. Das ist eine Zeitschrift, eine spirituelle Zeitschrift, und den Herausgeber, den Herbert Reinig, den kenne ich. Der hatte auch sein Patchwork-Kind da bei uns in der Schule und so. Also ich kenne den privat, habe ich kennengelernt, hier zusammen mit der Jasmohin in Dingsda in Haar bei uns, in Hart am Chiemsee, da gibt es das Jonathan-Seminarhotel, und da habe ich die kennengelernt. Und der hat halt diese Channelings auch für sich selber in Anspruch genommen. Wir haben halt zusammen gearbeitet, Rückführungen und so gemacht. Ja, und dann hatte ich halt irgendwie ein bisschen Bammel damals vor den großen Rahmen. Aber ich hätte es gemacht. Und meine Gruppe, die dabei mitgekommen wäre, die zusammen, also wir hießen Ioana, Ioana hat die Gruppe geheißen, die dieses Buch mit dem siebten Himmel gemacht hat, die hatten so Schiss vor dem Auftritt, vor den vielen Menschen, weil da wären schon ganz schön viele Leute gekommen. Naja, und dann, weil das alles so unsicher und so unprofessionell rüberkam, haben wir es dann halt gecancelt. Aber so wäre das vielleicht der Schritt dahin gewesen. Gell? Vielleicht sollte es aber auch noch nicht sein. Keine Ahnung, ich hinterfrage es nicht, warum auch immer. Ich wurschtel mich so durch und ich bin ja ganz zufrieden mit meinem Leben eigentlich. Eigentlich. Ja, naja, das ist schon was ich mir noch wünsche.
Aber ich kann es auch ohne aushalten. Ne? Ich mag es jetzt lang genug. Und ja, schön wäre es schon. Was ich halt gar nicht wollte, wäre so eine Show. Also ich muss so bleiben können dürfen, wie ich bin. Und ich würde nicht so wie die, also gut, wie manche anderen Medien, die dann sich den weißen Umhang und das weiße Kleid mit Leuchtwaschmittel waschen und mit einem UV-Licht vor dem, also in dem Spot von der Bühne ist ein UV-Licht, wo dann alles so überstrahlt und alle denken, wow, ein Engel spricht, also das geht überhaupt nicht, da würde ich gar nicht mitmachen bei sowas. Und wenn ich sein bleiben dürfte, dann würde ich das schon gerne machen. Dann drücke ich die Daumen, dass das mal irgendwann soweit ist. Aber wenn du überlegst, wenn du dann bei deinen Seminaren waren vielleicht 20, 30 Leute, 40, was war die höchste Zahl, wenn du Seminare gegeben hast, egal welches Thema? Ja, Seminar ist jetzt, meinst du jetzt Vorträge? Oder Vorträge. Vorträge. Also da habe ich schon habe ich schon 250, bitte? Oder Live-Channelings auch. Ja, auf den Messen waren schon immer viele Leute, das weiß ich nicht genau, wie viele, aber zig Menschen, das waren viele. Und auch in Nürnberg beim Lichtpunkt, da hat man keinen mehr reingebracht, da haben 90 Leute Stehplätze gehabt und so. Das hatte ich schon. Ja, das ist doch schon ein schöner Anfang. Und wenn das immer weitergeht, wenn ich überlege an unsere Webinare, bei den ersten waren vielleicht so 10, 20, da war die Sabine im Netz noch nicht so bekannt. Und jetzt waren beim kostenlosen Channeling gleich 120, 130 ja. Anmeldungen. Und das steigt ja auch ständig. Das ist nett, dass du mich tröstest. Ja. Es ist halt so, dass es eine andere Qualität hat. Also was man zum Beispiel bei den Internet-Channelings niemals hört, das hört man aber bei uns in der Halle, also wir haben so eine Eingangshalle, die ist sehr hoch, da ist auch eine offene Wendeltreppe drin. Und was immer passiert, das ist auch bei dem Lee Carroll so, bei großen Veranstaltungen oder überhaupt, egal, wann immer ich im Kanal gehe und ich sage, wir begrüßen euch, dann halt das genauso, wie wenn ich ins Mikrofon sprechen würde. Da ist so eine Wortverstärkung, so eine akustische Verstärkung durch diese Dichte, die da entsteht. Und es wird niemals bei einer Aufnahme wiedergegeben. Aber das ist diese Qualität, die die Menschen, die da drin sind, sitzen, so mitnehmen und wo so ein heiliger Raum entsteht. Und das kann man nur live erleben. Und je mehr Menschen da sind, desto dichter ist das. Und das ist beim Lee Carroll war das fantastisch. Und das fehlt mir ein bisschen, dass ich das nicht so ausleben kann. Weil es ist wirklich toll. Was könntest du tun, um das zu erreichen? Keine Ahnung, ich warte, was das Leben mir zur Verfügung stellt. Ich mache einfach immer weiter. Ja. Ja, aber ich habe schon viel geworben und bei Frage habe ich schon angefragt und das gehört halt irgendwie zu meinem Leben, dass es so ist, wie es ist. Genau. Ein Kongress. Kongresse gibt es ja einige. Genau. Ja, aber wir wollen ja jetzt irgendwie nicht überlegen, wie ich anders werde. Ja, sondern was wir wollen über die letzten 10 Jahre sprechen, genau. Genau, und ja, also die Privat-Channelings haben auch zu der Zeit angefangen, weil dann diese Ioana-Gruppe natürlich, alle wollten mal wissen, ja, und zu welchem Streik gehöre ich und so, und was habe ich denn hier so mitgebracht? Und so haben die Privat-Channelings angefangen. Und ich kann mich erinnern an das allererste Privat-Channeling, wo ein Mensch zu mir kam, praktisch als Friseurmodell, hat nicht gewusst, dass das erste Channeling meines Lebens ist. Und ich habe gedacht, so ganz selbstbewusst, ich mache es jetzt, wenn es gut ist. Und ich sage hinterher, prima, dann sage ich 50 Euro. Und wenn es blöd war und die sagt, hä, sage ich, okay, war halt eine Übung, tut mir leid, verlange ich nichts. Und es war gleich sehr gut. Und ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo gesagt wurde, dass sie unbedingt das Rauchen aufhören muss. Und da hat sich mein Verstand eingeschalten, weil ich dann mit mir gehadert habe und habe gedacht, vielleicht raucht die ja gar nicht. Und sagt dann so ein Mist, was erzählst du mir? Und ich kann mich noch erinnern, dass das war meine Hingabeprüfung schlechthin, dass ich einfach gesagt habe, was in mir war und dann wieder in diesem Kanal gefunktioniert habe, meinen Verstand auf die Seite gestellt habe und es war alles so richtig. Und ich war hinterher Tonnen erleichtert, dass ich eben keinen Blödsinn erzählt habe. Und die ersten 20 Privat-Channelings, vielleicht hatte ich immer Bammel, dass irgendwann mal einer sagt, was erzählst du mir für Käse? Und das ist nie passiert. Und dann bin ich halt immer mutiger geworden. Genau. Und heute noch.
Bitte? Mir gefallen die Privatchannelings total super. Ja. Also mir tut es immer gut. Naja, ich stelle es heute noch in Frage, wenn ich es dann lese und wenn ich es höre und als Nutzer mitgenommen werde von dem, was ich irgendwann mal gechannelt habe, dann verstehe ich die Menschen, die so begeistert davon sind, dann kann ich mich da mitnehmen lassen. Aber in dem Moment, wo ich das mache und danach denke ich mir, hey, ich habe jetzt doch eine Stunde lang das Gleiche gesagt, das kann doch unmöglich interessant gewesen sein und so. Also da habe ich überhaupt keinen Zugriff, ob das gut war oder nicht. Das ist schon gut. Ja, wenn ich es später lese, dann merke ich es schon, dass es schon was sagt. Genau. Welches Thema war denn bei deinem ersten Channeling? Gab es da ein Thema oder... Wir müssen immer aufpassen. Also das erste Channeling war, wir müssen immer aufpassen. Das wird ja auch demnächst veröffentlicht. Also wir stellen das jetzt dann auf die Webseite, jetzt um diesen Ende August-Woche rum. Und da werden in Originalton die ersten holprigen Channelings veröffentlicht. Und da kann man sehen, wie es wirklich langsam beginnt und zuerst nur Sätze sind. Und dann beginnt während des ersten Channelings schon richtig Fließtext. Okay. Und genau. Ja, und das war schon ganz, also er hat gewartet einfach, dass das kommt. Es war alles schon da. Eine Geburt. Ja, genau. Und wie hast du dich gefühlt danach? Wie habe ich mich danach gefühlt? Muss ich kurz erst nachdenken. Also, ich musste mich von dem massiven Orange erholen, das weiß ich noch, diese Pfirsichfarbe. Ich habe auch heute ein T-Shirt in der Farbe ein bisschen an, bloß es ist transparenter sonst. Also der pfirsichfarbene Strahl ist mehr so und transparenter. Es ist eine ganz komische Farbe. Eigentlich gar nicht schön. Für meinen Geschmack. Ja, und es ist für mich sehr dicht und massiv gewesen. Ich habe dann halt hinterher erst kennengelernt, dass ich mich zwar gezwungen in der fünften Dimension aufgehalten habe, was gar nicht meine Ebene ist. Ich bin woanders sonst. Also in anderen Ebenen, die viel leichter sind und viel, viel lichter und flüssiger. Und das Fünfdimensionale ist schon dicht und massiv. Und da musste ich mich erst von diesem pfirsichfarbenen Strahl erholen. Und als ich dann mit dem pfirsichfarbenen Strahl, das war dann Thomas' Lieblingsgeschichte, weil das hat er irgendwie handeln können und da haben wir immer Lord Maitreya angesteuert und beim dritten Channeling, als ich dann aus dem Kanal wieder in den Verstand bin, ist irgend so ein Wesen vorbeigesaust und hat gesagt, Channeling ist blöd. Und da habe ich halt so begonnen, diese Textur der höheren Dimensionen überhaupt mal zu hinterfragen. Wie kann jetzt da ein Wesen vorbeifliegen, das zu mir sagt, Channeln ist blöd? Und es war halt so ein vierdimensionales Wesen, ja, was weiß ich, vielleicht einer, der gerade nicht inkarniert ist. Und da habe ich gleich von Anfang an angefangen, verstehen zu wollen, wo surfe ich da eigentlich rum? Und habe von Anfang an eigentlich schon das Handwerkszeug begreifen wollen und seit diesen 10 Jahren habe ich mich täglich damit beschäftigt. Und kann das, glaube ich, ganz gut einordnen, wer was woher wie sagt und so. Nun machen wir ja schon seit Jahren, jetzt auch seit 3 Jahren, die Channelings gemeinsam im Netz. Und in Gesprächen mit dir hast du mir dann auch gesagt, dass es teilweise schwierig ist, von diesen, wenn die Fragenstellung kommt. Fließtext ist nicht so anstrengend für dich. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Nochmal bitte. Fließtext ist nicht so anstrengend für dich. Anstrengend wird es für dich, wenn du die Ebenen immer wechseln musst. Das heißt also, jeder Fragesteller hat eine eigene Schwingung. Oder die Frage geht in eine andere Frequenz. Magst du das nochmal erzählen, was da passiert? Ja, also beim Fließtext ist es so, dass man dieser Logik folgt, die nichts mit unserem Verstand und unseren Glaubenssystemen zu tun hat. Und diese Logik baut auf eine unglaublich lehrreiche und anschauliche Art, aus meiner Sicht, Sachverhalte auf oder Komplexitäten auf, wo jeder mitgenommen wird.
also das ist so, und dann muss man das verstehen und das, damit man das versteht, wird das erklärt. Und es ist so eine didaktisch ausgeklügelte Argumentationslinie, dass ich da richtig aufmachen kann und all das sehen kann, und es ist unglaublich und es ist richtig runtergeladen hinterher. Wenn jetzt Menschen aus ihrem Verstand was fragen und aus ihren Ängsten heraus, dann gehe ich praktisch in dieses System des Menschen dorthin, dann wird der Mensch aufgesammelt in dem Moment, bei seiner Angst genommen, ihm die Angst energetisch ausgeglichen, die Frage beantwortet, nachgespürt, ob er es kapiert hat, ob er es fühlen kann, ob es integriert wurde, nochmal nachgefragt. Wenn er es sagt, er hat es verstanden und es wird gespürt oder ich spüre, es stimmt nicht, dann, nein, ihr habt es nicht verstanden, dann nochmal und so. Und dann bin ich ganz dort. Und wenn dann jemand wieder aus einer anderen Angstsituation was anders fragt, passiert das Gleiche wieder. Und ich mache eigentlich in dem Moment immer so eine Massentherapie, wie man es auch bei Vorträgen hat, vor vielen Menschen, wo man alle mit reinnehmen muss und so, auch beim Unterricht. Das kennst du vielleicht auch, dass du alles mit reinnehmen musst und so eine Einheit zusammen. Und das ist sehr anstrengend. Vor allem, weil auch die Ebenen mit der Polarität der Fragen immer so wechselt. Die Antwort kommt vielleicht sechsdimensional oder siebendimensional und die Frage ist dann wieder wupp, vierdimensional. Und dann muss man da wieder hin, da wird wieder von da oben was runtergeholt und da bin ich dann schon alle danach. Währenddessen spürst du das gar nicht so, sondern hinterher. Also ich spüre, wenn ich dann erschöpft bin, aber wenn mir der Saft ausgeht, aber ich kann in dem Moment ja nichts machen. Ich bin ja da ausgeliefert. Ich bin ja der Fragende und ich lese die Fragen im Chat und das ist für mich teilweise schon anstrengend, dir zu lauschen bzw. dem Channeling zu lauschen, gleichzeitig die Fragen zu lesen. Weil auf keiner Seite bin ich 100% und muss mich total konzentrieren. Und manchmal lese ich die Frage dann vor und habe die Frage eigentlich gar nicht verstanden, weil ich eigentlich noch beim Channeling war. Und dann wundere ich mich, wenn dann von dir als Medium kommt, du hast die Frage erfasst. Du hast genau erfasst, was derjenige gefragt hat, obwohl das aus dem Zusammenhang gerissen ist. Du spürst auch denjenigen, der gefragt hat. Das fasziniert. Ja, und ich bin in einer absoluten Präsenz da. Und so kann ich aber auch arbeiten. Ich mache auch systemische Aufstellungen so. Also das ist für mich immer eine absolute Präsenz. Und da gibt es überhaupt nichts links und rechts. Da bin ich in dem Moment absolut da. Ja. Und ich muss mit dem Verstand nicht verstehen, um was es geht, weil mein ganzes System ganzheitlich aufnimmt, was da ist. Und wenn ich einen Klienten zum Beispiel habe und er erzählt mir seine Lebensgeschichte, muss ich die Geschichte, der Mensch will mir das erzählen und der will sich entlasten und will, dass ich weiß. Mir ist es immer am liebsten, ich weiß überhaupt nichts, dann mache ich den Körperscan und dann wissen wir hinterher alles und so, was im Moment zumindest dran ist. Und dann weiß ich dann mehr als der Klient selber. Aber natürlich wollen die Leute was erzählen und für mich ist das gar nicht das Wichtige. Für mich ist das Feld das Wichtige, weil in dem, das ist wie ein Bild. Also wenn du ein Bild anschaust, dann erfährst du das auf einmal. Und wenn jetzt einer hergeht und sagt, ja, guck, da ist ein Steinchen und da ist noch ein Steinchen noch, und das ist jetzt der Strand und dann sind da Rohrkolben und da ist ein See, dann denkst du dir, ja, das sehe ich schon. Ne? Und so ist es halt immer eine Präsenz. Und beim Channeling ist es auch so. Ich muss nicht die Frage mit dem Kopf, verstehe ich die nie. Nee, gut. Dann bin ich also überhaupt nicht drüber nach. Das ist nur, da kommt Bilder auf mich zu. Und die wird mit Bildern beantwortet. Kann man nicht verstehen, oder? Doch, ich glaube schon. Wenn man den Verstand ausschaltet, also wenn ich für mich schreibe, ich schreibe ja nur für mich. Also wenn, was auch immer da durch mich durchkommt, dann habe ich jedes Mal das Gefühl hinterher, ich habe mir das ausgedacht. Genau. Wenn ich das hinterher lese, dann weiß ich genau, das hätte ich mir so, wenn ich mir die Frage gestellt habe, nie so beantwortet. Da kann ich auch so viele Selbstgespräche führen, ist es nicht, was da rausgekommen wäre. Dann bin ich dann wieder zurück. Und nach einer Zeit, wenn ich aus dieser ganzen emotionalen Sache raus bin, dann finde ich den Text richtig gut. Dann denke ich, ja, ist gar nicht nur für mich, der ist auch für andere. Aber ich würde ihn noch nicht veröffentlichen. Ja, und du hast dann irgendwann den Mut gehabt. Du möchtest ja auch noch mal auf das Channel zurückkommen. Auf die 10-jährige
öffentliche kennen. Hast du es angefangen dann erstmal auf deiner Webseite auch zu veröffentlichen? Ja, naja, gut, ich habe, also Webseiten hatte ich vorher schon, ich habe schon eigentlich mit Beginn des Internets eine Webseite gehabt. Ganz, ganz früher, die Wege zur Ganzheit, die man noch gar nicht mehr kennt. Das war eine Seite, wo die Blume des Lebens, wenn man die angeklickt hat, so aufgegangen ist. Und da habe ich dann meine Veranstaltungen und die Beratungsarbeit, die ich gemacht habe, weil ich habe ja 1999 angefangen, selbstständig zu sein und habe 2003 die erste Webseite gehabt und es war noch ziemlich in den Anfängen, wo Menschen überhaupt privat ihre Webseiten gemacht haben. Und da hatte ich schon eine sehr schöne, auch mit Bildern, mit schönen Fotografien und hat mir jemand gemacht, ganz professionell, bis dann diese andere Wege zur Ganzheit kam mit dem Logo. Und also mit diesem eigenen Logo von diesem Fraktal. Mit dem schwarzen Hintergrund und jetzt haben wir ja wieder eine andere. Naja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich hätte dich nach der Webseite gefragt. Also ja, du hast das öffentliche Channeling gemacht und dann geschrieben und die Channelings dann auch per Netz dann verteilt. Ja, das kam ganz schnell. Also wir haben dieses Buch damals begonnen. Also wir wussten noch nicht, dass es ein Buch wird. Wir waren halt, für mich war vor allem das Faszinierende, dass ich in der Lage war, und es war ein Nahtoderlebnis, und das empfinde ich heute noch so. Also ich hatte schon ein Nahtoderlebnis. Und das war ein Witz gegen das, was ich bei den Channelings erlebe. Und da habe ich das Universum von außen gesehen. Ich habe die Überschneidung der Universen gesehen, wie die Blume des Lebens alle ineinander gehen. Und was jetzt zum Beispiel unser Universum, ein Universum daneben ist rosafarben, wir sind gelb, was in dieser Überschneidung ist. Da ist was ganz anderes. Und ich komme aus diesem rosafarbenen jetzt in dieses Gelbe hinein und was ich dazwischen erlebt habe und so. Und wie überhaupt Universen entstehen und diese antimateriellen Vorgänge. Das gibt ja viele Texte, die wir bisher noch nicht veröffentlicht haben. Das kommt jetzt. Also wir haben zur freien Energie und zur Antimaterie und diese Dinge ganz viele, einen ganzen Ordner voll Texte, weil wir arbeiten zusammen mit Technikern. Ich habe jetzt wieder eine neue Arbeitsgruppe seit fast 3 Jahren, 2,5 Jahren. Und das sind viele Sachen über Elektromagnetismus und so gekommen. Und das habe ich damals alles gesehen, aber wir konnten es auch noch nicht so in Worte packen, weil wir mussten so vieles lernen durch die Channelings erst. Wir haben so viel lernen müssen, was die Physik falsch sagt oder was in der Mathematik Käse ist, ja, dass die Division durch Null uns in ein Paralleluniversum bringt und dass die Division von 4 durch 2 eine unendliche Zahl sein muss, weil nur irgendwann mal einer festgelegt hat, dass es 2 gleiche Teile sein müssen. Aber es ist ja Blödsinn. Ich kann ja die 4 teilen, wie es mir gefällt. Und das ist also alles was immer schon in der Mathematik auch meinen Mathelehrer genervt hat, dass ich so Fragen gestellt habe. Und das konnten wir alles in den Channelings unglaubliche Antworten kriegen, ja, wie was die Zahl Piep eigentlich bedeutet und wann der gekürzt ist, was das heißt und so. Und das kann ich gar nicht alles beschreiben, was da zu uns kam. Wir waren süchtig nach den Channelings. Das war eine Euphorie, die man nicht beschreiben kann. Und ich habe sehr große Probleme gehabt zwischen diesen Pendeln in der Physis und dort sein und hin und her. Und ich musste mich da, also ich habe viele Jahre ein echtes Außenseitergefühl gehabt, noch mehr als so schon, weil ich immer mit dem Essen dann nicht zurechtgekommen bin. Essen und nicht essen und dann ganz lang nicht essen und immer mehr abheben und dann doch wieder hierher müssen und so. Und es hat mich schon echt gebeutelt. Das habe ich lernen können mit den Ioannas und das waren die tollsten Menschen auf einen Haufen, sage ich mal. Also nicht die tollsten Menschen generell, aber auf einen Haufen die tollsten Menschen, die mich je über so eine lange Zeit begleitet, geliebt, unterstützt und gefördert haben. Das ist die Zeit meines Lebens, kann ich da überhaupt eine genügend Dankbarkeit finden, was da war, privat auch, wie die mich gestützt haben in der Zeit. Das war unglaublich. Ja, und weil wir halt auch nah zusammen gewohnt haben. Und es hat sich dann auch. Bitte? Hast du heute noch Kontakt? Ja, schon locker halt. Ich wohne ja jetzt wo ganz anders und jeder ist so seiner Wege gegangen. Und es hat sich dann aufgelöst und hat halt
wie es immer so ist, Dramen gebraucht, weil sonst wären wir heute noch wahrscheinlich geklettet aneinander. Und die Dramen haben uns halt dann jede in eine andere Himmelsrichtung verstreut. Genau. Aber ganz viel Liebe an die, das merke ich schon. Ja, also das ist einfach unglaublich. Wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich das gar nicht gepackt. Alleine hätte ich das nicht gemacht. Das ist auch so. Die Arbeit kann man nicht alleine machen. Okay. Also ich bin nur ein Teil, die eine Seite. Und die anderen Menschen müssen halt aufpassen und wir müssen immer aufpassen und die Fragen stellen und es auch annehmen. Und sonst geht es ja nicht. Haben Sie dir auch geholfen, diese Balance irgendwann zu finden zwischen außen sein und wieder hier zu sein? Oder musstest du das alleine finden? Also die waren einfach, das war eine Wahlfamilie. Die waren furchtbar lieb. Und der Thomas, der war Bruder, Freund, Papa, alles bis auf Liebhaber, war er alles zu mir. Förderer, finanzieller Unterstützer, alles war der. Der hat die Aufnahmekästchen organisiert und der hat die Programme gemacht und der hat sich gekümmert, dass das Buch gemacht wird. Ja, und dann hat ja die Angela Ixtlauer, die hat dann durch eine Erbschaft dieses Buch überhaupt gedruckt. Da habe ich das geschenkt alles und die hat ihre Erbschaft, wir haben damals 16.000 Euro gezahlt für das Drucken von diesen 1.000 Exemplaren, die jetzt vergriffen sind seit einigen Monaten. Und ich ja jemand, dass das doch nochmal aufgelegt wird und der das finanziert. Naja, wir haben es ja als PDF jetzt im Quell der kleinen Teilchen und was soll man so viel Papier den armen Bäumen abnöden, das kann man jetzt digital genauso machen. Das ist gut, ja. Muss man gar nicht unbedingt. Ja. Man kann sich sehr ausdrucken, wenn wir es wirklich haben. Das ist wirklich ein tolles Buch. Ja. Kann ich empfehlen. Und man sollte es, also nicht man sollte, ich musste es mehrere Male lesen oder manche Passagen mehrere Male lesen. Ja, muss man schon. Informationen drin sind. Mit dem Verstand macht es einfach so müde. Wenn man versucht, es zu verstehen, macht es einem so müde. Das geht mir selber so. Okay, jetzt zappelt der Ton ein bisschen. Wir waren stehen geblieben. Ich hatte die Frage gestellt, ob sie dir geholfen haben, immer wieder auf den Boden zu kommen, wenn du so viel gechannelt hast. Und die haben dir geholfen. Du wusstest das nicht allein. Ja, die haben alles gewusst. Also die wussten auch, dass ich zum Beispiel nach 2 Stunden Kanalarbeit, also wir haben immer gesagt, wir sind Kanalarbeiter. Und der Thomas, der hat dann auch immer, da gibt es aus Schokolade so Waffelrollen, die mit Sahne ausgefüllt sind. Und da hat er immer die Kanalrohre mitgebracht für unsere Kanalarbeit. Die haben wir immer gegessen, diese Schrotflieger-Dinger da. Und die haben einfach genau gewusst, was ich brauche. Und nach 2 Stunden Channelings, ich habe ja zeitweise auch zum Beispiel im Allgäu, war ich manchmal 4 Stunden am Stück gechannelt mit 20 Minuten Pause oder 10 Minuten Pause und dass ich danach gar nicht meinen Körper spüre und ich brauche dann jemanden, der mich ganz vorsichtig berührt, dass ich überhaupt weiß, wo ist jetzt mein linker Arm oder so. Ich weiß ja dann gar nicht, woher ich bin. Bin ja aufgelöst irgendwo und dass ich zurückkomme. Also die Channelings, die wir machen, das ist eine Ebene, wo nicht so wild ist, ja, weil wir keine Quell-Channelings machen. Und da ist es jetzt schon so professionell, da kann ich allein hin, da brauche ich keinen Moderator, das kann ich schon alles machen. Aber bei Sachen, die so tief reingehen und so lang sind und wo es so intensiv ist, da weiß ich dann hinterher nicht, wie ich in den Körper komme. Und da brauche ich jemanden, der mir dabei hilft. Mit einem Tee und irgendwie. Und dann geht es wieder. Und das haben wir halt alles dann gelernt. Oder dass Menschen mich hinterher immer schauen, weil sie umarmen wollen, weil sie von dieser liebevollen Energie, die da herkommt, so begeistert sind und verwechseln dann vielleicht, was also ich bin auch eine Kratzbürste, ich bin gar nicht so nett. Und die wollen mich dann immer umarmen alle und es ist mir dann zu viel. Und dann hat die Rita, die hat mir immer geholfen, das von mir zu halten und so. Also die waren richtig fürsorglich. Ich glaube, man braucht sowas auch, ne? Wenn man so eine ja, energetische Arbeit macht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin weder Star noch sonst irgendwas. Ich bin da ausgeliefert der Situation. Und es geht nur im Team, im Zusammenarbeiten. Du weißt selber durch dein Helfen mir, also deine Hilfe mir gegenüber, wie sehr ich auch angewiesen bin auf dich in vielen Dingen. Und ich bin einfach kein rechtzeitiger Mensch, kein Techniker. Ich brauche jemanden, der das für mich macht.
weil ich halt so ganz darüber gehe, in die andere Seite. Und macht Spaß. Genau. Ja, weiter. Ja, das interessiert die Menschen. Die Menschen interessiert wahrscheinlich, wie das ist, wenn man diese Channelings erlebt. Also. Ja, das hatte ich schon mal gefragt. Du siehst Bilder, du hörst Texte, du siehst den Text in Schriftform? Manchmal, ja, aber meistens ist es so, ich sehe den Text in Schriftform nicht. Das stimmt jetzt nicht. Also das kommt vielleicht ab und zu mal vor, wenn es was Bestimmtes ist, wenn das wichtig ist. Aber im Großen und Ganzen sehe ich halt jetzt, wenn wir zum Beispiel so ein politisches Channeling machen, die Landkarte und dann zoomt es dann wie bei den Nachrichten halt. Es ist wie wenn ich Nachrichten sehe. So, und dann zoomt es da rein in das Land, da sehe ich das Land und die Leute. Und ich sehe dann den Film, wie im Kinofilm spielt sich das ab, was kommen wird. Und das bin ich der Berichterstatter. Und wenn nach bestimmten Personen gefragt wird, und dann muss ja auch ein Geburtsdatum gesagt werden, und siehst du dann die Person oder hörst du die Person oder siehst du dann Bilder um die Person herum? Also bei Privat-Channelings meinst du? Privat-Channelings, aber auch in anderen Channelings ist ja schon nach Politikern oder so gefragt worden. Also gezielt. Da gehe ich nicht so rein. Also wenn es so öffentlich ist, dann ist es nur so, dass dann kurz so das die Persönlichkeitsstruktur gezeigt wird. Also das sieht man dann praktisch wie eine Theaterfigur karikiert, sehe ich dann die Person, was eigentlich so dahinter steckt, hinter diesem Anschein. Und das zeigt sich mir wie eine Rolle im Theater. Und das wird dann immer, ich empfinde mich immer als Berichterstatter der Bilder, die ich sehe. Aber ich habe viel mehr Text und Informationen in mir, als ich sagen kann. Ich bin nur ein menschliches Instrument. Und die Fülle von Informationen, die erschlägt mich selber, da muss ich, das muss ich durch, wie so durch einen Trichter, so ein Raster und den ganzen Rest ist dann wieder weg. Also mich fasziniert immer die Geduld, die dahinter steckt. Und wenn du merken, beziehungsweise wenn du im Kanal bist und es ist irgendwo noch eine Unstimmigkeit im Raum. Irgendjemand von all den Teilnehmern hat etwas nicht verstanden, obwohl alle sagen, ja, wir haben verstanden. Dann kommt auf einmal oft, ganz oft, wir versuchen noch ein anderes Bild zu zeigen. Und dann wird ein anderes Bild gezeigt, dass es wieder einfacher ist zu verstehen. Ich finde das sowas von sanft und liebevoll, das finde ich total schön. Kriegst du das mit? Du musst nicht, ne? Ja, also ich finde, ich bin selber jemand, der, wenn ich was habe, dann habe ich Geduld eigentlich bis zum Anschlag. Und das ist ein Gefühl, das ich verinnerlicht habe. Ob das jetzt vorher schon war oder damit kam, kann ich gar nicht mehr sagen. Aber die Harmonie, ich denke schon, dass es was ist, was so einem sechsdimensional ausgerichteten Menschen deswegen zu eigen sein muss. Wir sagen immer, die sechste Dimension, das nennen wir immer mit lemurisch, bezeichnen wir das immer als lemurische Ebene. Wobei ich weiß, da gibt es viele Definitionen. Aber diese Herkunft, wo wir von unseren rechten Seiten und linken Seiten getrennt wurden und dann danach kamen die Mental- und Emotionalkörper zu uns. Diese Aufspaltung vorher, sechsdimensionale Ebene, das ist halt so eine harmonische Einheit, wo es das einfach nicht gibt, dass irgendetwas nicht in Harmonie ist. Und das ist sehr schwierig in der Welt zu leben, wenn man so ein inneres Fließen spürt. Und mir geht's in der Arbeit mit den Menschen so, mir geht's in den Channeling so. Du kannst nur weitergehen, wenn du den letzten mitgenommen hast. Und das ist auch mit den Pflanzen so zum Beispiel, dass ich nicht wegfahren kann, wenn ich denke, ach naja, das gieße ich, wenn ich wiederkomme. Wenn ich 5 Pflanzen gegossen habe und die vierte Pflanze nicht, das geht einfach nicht. Und das sind so ganzheitliches Fühlen, wo ich selber in der Disharmonie wäre, wenn ich nicht den letzten mitnehme. Und glaube ich, das ist normal. Okay. Ich denke, du bist genauso. Also wenn du bei denen jetzt vor 1000 Leuten sprechen würdest, weiß ich nicht, ob du so lange channeln kannst, bis der Letzte auch zufrieden ist. Ob du das dann auch merkst. Also was zum Beispiel immer geschieht ist, dass Menschen das ist eine gute Frage, denn was immer geschieht ist, dass die Menschen, die sich nicht öffnen können dafür oder die einfach
aus irgendwelchen Gründen Blockaden, Hemmnisse, Verzögerungen haben, wegen der Fülle von energetischen Strömen eine Schutzhülle bekommen. Also die sind praktisch energetisch wie isoliert. Okay. Aber nicht isoliert, indem sie ausgeschieden sind, sondern wo dann nur immer das, also das ist dann in dieser Sphäre und nur das, was der Mensch häppchenweise ertragen kann, kommt dann im Lauf der nächsten Jahre immer in das System hinein. Das passiert von selber. Okay, das ist dann also nicht störend, denn viele gehen, manche nehme ich an, gerade wenn es kostenlos ist, gehen auch hin, sagen, ach, das gucken wir uns mal an und sind ein bisschen neugierig. Vielleicht wollen auch, haben auch manche die Absicht, ach, da gucken wir mal, was das für ein Schwachsinn ist, was da fabriziert wird. Weil du ja dann auch nicht wie manche Channel-Medien haben die Augen auf und lassen durchsprechen. Ich weiß das gar nicht. Ich schaue mir sowas gar nie an. Ich habe keine Ahnung, was es so gibt. Also, auf dem Markt. Du bist eigentlich für mich die Einzige, die Augen zu hat. Ach ja? Ja. Echt? Ich hätte gedacht, das ist normal. Obwohl man ja sagt, wenn man die Augen auf hat, ist man nicht so weit weg. Ja, da schaltet sich ja sofort der Cortex, also diese, wie heißt es, Großhirn ein, weil es muss ja die Reize in der Wahrnehmung verarbeiten und da arbeitet ja die Großhirnrinde wie verrückt, wenn ich alles sehe und dann ist ja mein Gehirn, meine Denkgeschichte, aber ich gehe ja in den Hirnstamm, wo ich überhaupt nur wo ich alles ausblende, was an Reizen ist, da kannst du ja neben mir Geschirr zerdeppern, das höre ich gar nicht. Das stört mich überhaupt nicht. Genau. Aber das, was du gerade gesagt hast, mit diesen 1000 Menschen und der Geduld, das hat, glaube ich, nichts mit Geduld zu tun. Da empfinde ich, dass die Fähigkeit, andere in Ruhe lassen zu können. Also, 1000 Leuten, das war, glaube ich, ach so, doch, da, weil du gesagt hattest, so lang erklären und so. Weitergehen, wenn der Letzte es verstanden hat. Genau, da geht es nicht darum, sondern es geht darum, dass eine Harmonie hergestellt wird und dass so lang erklärt wird, bis eine Harmonie hergestellt wird. Und wenn man merkt, da können welche nicht mit, wenn man das so spürt, dann kann die Harmonie nur hergestellt werden, dass die Menschen auch in Ruhe gelassen werden oder einen Frieden finden können. Und das wird energetisch gemacht. In meinen Schreiben habe ich mal die Antwort bekommen, als ich so überlegt habe, das kann ich doch nicht sagen, die lachen mich aus oder so. Da kriegte ich die Antwort, du kannst alles sagen, was aus deinem Herzen kommt. Mhm. Auch wenn es jetzt nicht verstanden wird, es wird dann verstanden, wenn die Zeit reif ist. Also so ungefähr alles, was du jetzt auch von dir gibst, auch wenn die Leute gehen und sagen, die hat nur Schwachsinn geredet, verstehe ich kein Wort von. Irgendwann aktiviert das sich doch in den... Ja, ein Teil von den Menschen versteht es genau. Ein Teil weiß es genau, dass es so ist oder dass es eben was anspricht. Und ein anderer Teil kann es erlauben oder eben nicht. Ja. Genau. Und ich finde, ich kann das nachvollziehen, weil wenn ich so und so oft verbrannt wurde für die Überzeugung, dann habe ich auch die Schnauze voll irgendwann und sage, so ein Käse, da will ich nichts mehr davon hören. Und die Leute, die am allermeisten dagegen sind und am allermeisten kritisch sind, sind eigentlich diejenigen, die schlimmsten Verletzungen dadurch erlitten haben, weil sie es mal gemacht haben. Das kann ich dann schon verstehen. Wir wissen es aber nicht mehr. Bitte? Aber sie wissen das doch nicht mehr bewusst. Aber das ist halt ein Ausruhleben vielleicht. Und das kann ich echt nachvollziehen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich würde auch gerne mal ein Ausruhleben machen. Aber ich glaube, das wird nicht sein, weil ich weiß jetzt schon, was ich danach zu tun habe. Das weiß ich seit dem Nahtoderlebnis. Magst du über das Nahtoderlebnis reden? Ja, also ich habe kein Problem, das zu erzählen. Ich frage dich nur zurück, ob das zu unserem Thema passt. 10 Jahre. Das gehört ja vielleicht auch dazu oder auch nicht. Ja, eigentlich gehört es nicht zum Channel. Nicht? Nein. Nee. Also ich hatte halt in der Arbeit eine Herzattacke oder einen Herzinfarkt und habe halt die andere Seite gesehen und die waren ganz bestürzt, was ich da jetzt schon will. Das ist schön zu hören, dass man eben auch zurückgeschickt wird. Ja, also ich hätte das gar nicht anders machen können, weil ich war willenlos, wie im Channeling. Ich bin da so hin und her, wie so ein Gespenst.
Und irgendwie, okay, dann komme ich halt nicht. Aber die waren alle so wuselig auf einmal. Da müssen wir ja was organisieren. Oh, die kommt schon und so. Und dann bin ich wieder zurück. Schön, dass du zurückgekommen bist. Ja, das. Und dann kam halt eine Flut von Informationen. 2 Wochen lang, Tag und Nacht, habe ich fast nicht geschlafen, was alles dann noch zu machen ist jetzt und was dann kommt. Aber danach hat sich dein Leben trotzdem verändert, so wie ich das mitgekriegt habe. Aber zurück zum Channeling. Welche negativen Erlebnisse hast du für dich gehabt? Jetzt als Erlebnisse mit Channelings? Ja, mit der Resonanz, mit Reaktion. Ist das Leben dir öfter schwer gemacht worden? Ablehnung gespürt? Welche Blockaden werden dir in den Weg gelegt? Es gibt ja nicht immer nur die Gute, es gibt ja immer beides. Also ich habe Unterstützung durch die unglaublich vielen Menschen, die mittlerweile auf der ganzen Welt, das kann ich so sagen, diese Channelings hören. Ich kriege Post aus Griechenland, ich kriege Post aus den ganzen 3 deutschsprachigen Ländern. Es kommen auch Leute von weit her zu mir. Es gibt Menschen, die ausgewandert sind und sich dort mit den Channelings über Wasser halten. Auf Bora Bora zum Beispiel ist eine ehemalige Klientin. Also das hat gezielt weite Kreise und ich weiß, dass viele Menschen sich das auf CD brennen und ständig anhören. Das stärkt mich. Es ist auch auf der anderen Seite so, dass die alle in meinem Feld sind, diese Menschen, die sich das anhören und dass ich die Waschmaschine mit zusätzlich dieser Sachen halt bin und das merke ich immer wieder mal und dann merke ich, dass ich nicht aufgepasst habe, dass es ja nicht meine Energie ist, sondern dass es durchfließt und dann muss ich wieder mich selber in eine höhere Schwingung bringen, dann geht es mir wieder besser. Und das ist die eine Seite und die andere ist selbstverständlich Mobbing. Also ich bin aus der Arbeit in Rosenheim rausgemobbt worden, ich bin hier auf unserem Grundstück gemobbt worden, was auch dazu jetzt letztendlich dazu führt, dass wir jetzt, also unter anderem, es gibt auch andere Gründe, aber unter anderem, dass wir zeitnah ausziehen, weil es mir einfach hier zu blöd geworden ist, diese Sache. Wir haben es jetzt lang genug gepackt und jetzt halt nicht mehr, möchte ich es nicht mehr haben. Und da, das ist immer die letzte Trumpfkarte, wenn man mich treffen will, schau mal, was die macht. Und es wird dann hinter meinem Rücken weitergegeben und nicht verstanden. Es wird nicht hinterfragt. Keiner kommt zu mir und sagt, was soll das sein? Sondern es wird nur getuschelt und ich werde an den Rand gedrängt. Das ist in jeder Arbeitsstelle bis jetzt so gewesen. Ich arbeite jetzt auch nirgendwo mehr angestellt. Ich versuche mich wirklich noch viel tapferer mit meiner Arbeit über Wasser zu halten. Was eine Herausforderung ist, weil ich verkaufe nun mal keine Brötchen, sondern ich mache Channelings, da kann ich genau 1 am Tag machen früh, einmal verdienen, am Abend nochmal ein öffentliches, das geht und muss halt den Lebensunterhalt mit Kind bestreiten. Habe ein Auto und lebe ganz normal. Ja, also das ist schon eine Herausforderung, die ich jetzt angenommen habe, weil ich sehe, das ist mein Weg und der andere, diese Schleuse geht nicht auf. Und oder noch nicht halt. Und früher habe ich es immer, wenn ich mich wo beworben habe, meine Webseite als Baustelle markiert, dass man nicht sieht, dass es das gibt. Mittlerweile sage ich es beim Vorstellungsgespräch, habe ich gesagt, ich mache das und das. Und außerdem habe ich einen Hund, den bringe ich mit und wenn es euch passt, dann machen wir das und wenn nicht, dann lassen wir es halt sein. Was dazu geführt hat, dass ich halt doch immer für 1-2 Jahre doch nochmal ausgetestet wurde, ob ich da sein kann. Aber letztendlich war immer diese Mobbing-Geschichte wegen der Medialität. Immer. Das war schon in der Schule so. Das habe ich ja an anderer Stelle mal erzählt. Und damit lebe ich halt. Aber ich mach's halt, weil ich es muss für mich, weil es richtig ist, weil ich nichts anderes für dieses Leben mir vorgenommen habe als das und weil es so viele Menschen gibt, die es auch wertschätzen. Das ist halt mein Weg. Und das ist ein schöner Weg. Für uns ist es ein schöner Weg. Ja, aber es fordert viel, es erfordert viel von mir, es fordert viel ein und es verlangt von mir wirklich alles ab. Das kann ich schon so sagen. Hast du es schon mal bereut? Nein, niemals. Nein, das möchte ich nie missen. Ich möchte niemals ohne diese Möglichkeit sein. Niemals.
Das ist doch gut, auch wenn es anstrengend ist. Also liebst du den Beruf? Deine Berufung liebst du? Ja, ja, auf jeden Fall, hundertprozentig angenommen. Und du bist dabei, ein neues Buch zu schreiben, ein neues Buch zu channeln. Das machst du, channelst dann öffentlich im stillen Kämmerlein, in spätere Öffentlichkeit. Habe ich jetzt nicht verstanden, die Frage. Ich sag's nochmal. Wenn du ein Buch channelst, das machst du ja zu Hause für dich, channelst du jetzt erstmal noch im Stillen für die spätere Öffentlichkeit, wenn das Buch veröffentlicht wird. Ist es ja für die Öffentlichkeit. Also das Buch, das gerade entsteht, das ist das Buch über die karmische Homöopathie und die karmische Körperarbeit. Ja. Das ist nicht gechannelt. Das ist nicht gechannelt, okay. Ich meine, die Arbeit an sich ist schon medial. Und was danach kommt, das ist die Mittellehre, Arzneimittellehre auf der homöopathischen, die homöopathische Arzneimittellehre auf der karmischen Ebene. Die was ganz anders über die Mittel sagt, als das, was eben bis jetzt so gibt. Ja. Und, oder es gibt schon karmische Mittel auch, aber ich habe nichts gefunden, was ich brauchen konnte und was das bestätigt hat, was ich da wahrgenommen habe. Und mache ich ja jetzt schon lang genug erfolgreich. Also ich gehe davon aus, das, was ich da so sehe, bezogen auf die Arbeit, die ich mache, stimmt das. Und da mache ich dann schon Channelings auch. Also ich erzähle, was ich drüber weiß, was ich wahrnehme, wie die Fälle sind von den Menschen. Und wir machen Channelings, um zu verstehen, welche Wesenheit jetzt diese Substanz zum Beispiel ist. Das schon. Und auch Rückführungen. Also ich habe auch zum Beispiel zum Pilzenkraut eine Rückführung gemacht, weil es das älteste Ritualkraut ist. Und da schlackert man echt mit den Ohren, was man damit alles schon erlebt hat und was da gemacht wurde. Das erzähle ich da dann alles. Aber das wird wieder eine weitere Reihe, wo jedes einzelne Mittel, Arzneimittel, eine extra Schriftenreihe wird. Also über die Mittel. Und naja, sonst wollte ich auch mal aufschreiben, was ich in meinem Leben alles erlebt habe. Das kann man in einem Interview gar nicht erzählen, weil da würden wir morgen früh noch da sitzen. Okay. Das ist unglaublich viel und ich lebe ja eigentlich mehr dort als hier. Und das immer, für mich ist das normal. Und das alles zu erzählen und in den Verstand zu packen und so, das wäre auch nochmal was, was ich vielleicht mache, wenn ich älter bin. Noch älter bin, als ich jetzt so bin. Alter, eine Zahl. Ja. Magst du noch mal was über die letzten 10 Jahre sagen? Was hat dir am besten gefallen? Was hat dich am meisten beeindruckt? Ist auch schon ein bisschen Routine reingekommen? Hast du auf jeden Fall. Also ich behaupte, ich habe das im Griff. Und ich behaupte, ich bin mittlerweile, also nicht zum einzigen, aber auf jeden Fall zum Experten für den mehrdimensionalen Raum geworden. Das kann ich sagen. Und ich kann auch sehen, wenn die Quantenphysik irgendwas rauslässt, wo der Denkfehler ist und was wir nicht sehen und was wir auch sehen. Und es ist wunderbar, dass das dann immer eine Weile später veröffentlicht wird und was ich da sehe. Also ich könnte ganz vielen Dingen dienen. Ich könnte Tatort-Auffindungen machen und solche Dinge. Ich könnte, also habe ich auch schon erfolgreiche Sachen gemacht und ich könnte der Wissenschaft dienen mit den Channelings, weil das, was mich am allermeisten beeindruckt, was du mich gerade gefragt hast, ist, dass ich immer auf alles, was ich frage, eine unfassbare Antwort kriege, die ich mir nie hätte ausdenken können, die mich in neue Wissensräume bringt, wo ich fasziniert bin, was ich wieder dahinter und dahinter und dahinter fragen kann. Und wir haben erst angefangen. Also das möchte ich die nächsten 100 Leben machen. Und was man alles erfahren kann und dass es ja mit diesem Universum noch nicht zu Ende ist. Und ja, das ist einfach toll. Super. Ja. Gibt es Wunschthemen, wo du mit Partnern zusammenarbeiten möchtest? Welche Themen möchtest du weiter ausarbeiten für die Menschheit? Denn du bist ja auf manchen Gebieten schon sehr weit gedrungen und bräuchtest vielleicht auch nur noch einen Partner, der das aus dem wissenschaftlichen Bereich, dass das zusammengearbeitet wird. Die Arbeit, die ich mache, das ist auch was, was mich so sehr beglückt ist, dass es immer
der Liebe entgegenarbeitet oder der Liebe dient oder egal was auch immer der Ausgangspunkt von irgendwas war, es endet darin, dass der Mensch verstanden wird, dass die Situation verstanden wird und dass es eine liebevolle Integration bedeutet und der Mensch seine beschränkte Wirklichkeit des Denkens erkennt. Und ich würde mit jedem Menschen und ich wünsche mir, mit allen Menschen zusammenzuarbeiten, die in egal was sie tun, egal was sie erforschen oder machen, zusammen, gemeinsam das Unbekannte erforschen wollen und dieser liebevollen Arbeit dienen wollen. Also nicht durch das Ego bestimmt, was rauskriegen wollen, um Geld damit zu machen oder irgendwie bekannt zu sein, sondern wirklich verstehen zu wollen. Und da könnt kommen, wer will. Das würde ich mit jedem Menschen machen. Dem Dalai Lama habe ich auch schon mal einen Channeling geschickt und eine E-Mail geschrieben und so. Und dem Stephen Hawking haben wir schon geschrieben. Aber die sind ja immer dem Nassim Haramein. Aber das wird ja immer abgefangen durch die Crews von den Leuten, die da schon arbeiten. Und wenn jetzt Gretchen Hängezopf irgendwas Doofes schreibt, dann schaut ja keiner drauf. Weil ich bin ja nicht Professor Doktor irgendwer, ich bin ja nur ich. Und das muss man halt akzeptieren. Das ist halt schade, aber es ist so. Fällt mir noch eine Frage ein, jetzt springe ich mal gerade. Beim Channel hat es Klienten in der ganzen Welt, hast du gesagt. Wie wäre es, wenn jetzt jemand in einer ganz anderen Sprache ein Channel legen möchte? Das auch? Ich habe das schon erlebt. Ich habe ja mich mal hinreisen lassen zur Reiki-Einweihung bis zum Reiki-Meisterin. Und bei dieser Einweihung erster Grad, weiß ich nicht, zweiter, kann mich nicht mehr genau erinnern. Dritte ist Lehrergrad, ne? Bitte? Im dritte ist der Lehrergrad. Ja, Meister und dann, glaube ich, Lehrer oder so. Also erst ist normal, erste Grad, zweite Grad und dann kommt schon der Lehrer. Keine Ahnung, das sei egal, das ist wieder so eine Hierarchie. Also auf jeden Fall bei irgendeiner Einweihung, die jemand durch mich gemacht hat, Gott sei Dank eine gute Freundin und dann war es nicht so wild jetzt. Aber da war es so, dass ich auf einmal Hebräisch gesprochen habe und dann haben wir überhaupt nicht begriffen, was ich gesagt habe. Und die Frau, die das gemacht hat, hieß auch noch Judith. Und ich habe halt irgendwie Hebräisch geredet und keine Ahnung, was ich gesagt habe. Und das war so eine Channelerei. Da habe ich das aber öffentlich noch so gar nicht gemacht, so explizit wie jetzt. Und dann haben wir beide uns getrennt voneinander auf das, was ich da gesagt habe, eingestimmt, also wie in der Meditation und haben beide, jeder für sich in dieser inneren Nachfrage, also letztlich auch wieder Channelerei, erfahren, dass mit der Energieübertragung, die da stattgefunden hat und mit irgendeiner Öffnung, eine Friedensenergie auf dem Tempelberg in Israel verankert wurde. Und ich bin im Dritten Reich als jüdisches Folteropfer 6 Jahre lang im Rotkreuzkrankenhaus in Berlin gelegen, wo ich gruselige Sachen erlebt habe. Und ich habe mit dieser jüdischen Sache scheinbar irgendeine Resonanz, keine Ahnung. Also ich habe heute nichts mehr damit zu tun, aber damals war das so. Und da muss wohl irgendwas gekoppelt worden sein und da habe ich so gesprochen. Und was ich noch konnte, war die Claudine, die hat ja das Buch Der siebte Himmel ist jetzt, also die Mitbewohnerin, die Claudia Winkler, hat das Buch ins Französische übersetzt. Und wir haben dann auch Synchron-Channelings gemacht. Also ich habe normal das Channeling gemacht, sie saß neben mir und hat dann immer blockartig ins Französische übersetzt. Und ich habe wieder gesprochen und sie wieder übersetzt. Und da habe ich immer verstanden, was die gesagt hat und wusste genau, ah, jetzt ist sie fertig, jetzt bin ich wieder dran. Und ich wusste gar nicht, dass ich Französisch kann, aber da im Kanal habe ich es verstanden, alles verstanden. Und oft, wenn englische Worte benutzt oder es kämen englische Sätze und ich muss dann bitten, dass es in Deutsch gesagt wird. Zum Beispiel. Aber ich habe jetzt noch nicht Armenisch oder Kirgisisch oder sowas, das konnte ich bis jetzt noch nicht. Also du müsstest die Sprache können, wenn es nötig ist. Also ich habe noch nicht experimentiert damit. Okay. Wenn ich im Kanal Französisch verstehe, obwohl ich es nicht gelernt habe, vielleicht. Vielleicht muss es eine Sprache sein, die ich irgendwann schon mal in irgendeinem Leben gesprochen habe, das weiß ich nicht.
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber wissen tue ich es nicht. Wäre doch mal spannend. Ja, gerade mit jetzt. Griechisch könnte ich es mal probieren. Mit was? Nee, mit Griechisch könnte ich es mal probieren, weil da habe ich schon ein bisschen eine Affinität. Ich auch. In Griechenland. Okay, gibt es noch was ganz Wichtiges, was du noch loswerden möchtest? Wenn du jetzt dann auf den Stoppknopf drückst, fällt es mir wahrscheinlich ein. Ich denke, die Leute, die wollen halt wahrscheinlich immer wissen, wie fühlt man sich im Kanal und wie fühlt sich das an und wie macht die das und so. Nachdem ich nie anders war, kann ich nicht sagen, wie es anders ist, wenn es nicht ist. Ich kann es nicht beschreiben, was anders ist. Ich weiß nur, dass ich nie ganz nur im Verstand bin, nie. Also, ich kann nicht wissen, wie das ist, wenn man den Zugang nicht hat. Und deswegen kann ich es nicht erklären, was anders sein soll. Ich denke immer, Mei, das sieht man doch, oder das ist doch klar, oder warum fragt mich jetzt das der Mensch, das ist doch total klar, das spürt man doch, oder merkt das jetzt der Mensch nicht, und wenn das halt so ist, dann weiß ich einfach nicht, wie ich es erklären soll. Ich akzeptiere es, dass es so ist, und versuche halt einfach normal zu sein. Ich versuche als normaler Mensch in einer dreidimensionalen Hackordnung zu funktionieren, und das ist für mich so schwierig, und ich fühle mich nie wohl im Körper, nur wenn ich nichts esse, aber das ist auch keine Option in der Gesellschaft mit Kind. Und ansonsten fühle ich mich eigentlich nur in Zuständen wohl, die andere Menschen seltsam finden. Also nichts essen, nur Wasser trinken, möglichst keinen Menschen um sich haben, keine Technik. Das ist meine Welt, also allein im Wald, aber das geht ja nicht und das wäre auch Quatsch. Und jeder Mensch würde wahrscheinlich die Krise kriegen, wenn er so leben müsste, wie es für mich am besten wäre. Und so bin ich halt ein Zwitterwesen eigentlich. In jeder Hinsicht, in den meisten Hinsicht, also mit der Esserei und mit dem Denken und Nichtdenken. Und du bist ja auch Zwilling vom Sternzeichen. Ja, gerade so. Ganz, ganz kurz nach dem Stier. Und 20. Mai, ja. Ich fühle mich eigentlich mehr als Jungfrau und als Erdmensch. Ich bin nicht, also nur die Quatscherei, das Sprechen können, das ist, glaube ich, der Zwilling. Das vernetzte Denken. Okay. Sonst habe ich eigentlich vom Zwilling, glaube ich, wenig. Ich weiß nicht viel vom Zwilling. Ich weiß nur, dass du ein vom Sternzeichen Zwilling bist. Ja, gerade so. Ein paar Stunden vorher ist er angegangen. Ich kenne dich ja nun schon länger und ich weiß, dass du das erste Mal zu mir gekommen bist. Wir hatten vorher Mailkontakt. Und du hattest geschrieben, dass du eben was bis zur Quellebene channeln kannst und dass du feststellst, wie es auch wirklich auch den Menschen komplett wahrnimmst. Also auch wenn ich Bauchschmerzen habe, dass du sehen kannst, wo mein Organ nicht in Ordnung ist. Das hat mich sowas von irritiert, als ich dann hörte, dass du dann zu mir kommst. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, du liest deine Gedanken und aber in der Zeit habe ich das vergessen. Also, aber du spürst den Menschen wirklich und du siehst. Ja, ich weiß, wenn einer aufs Klo muss, ich weiß es einfach. Und also ich merke dann auch, wenn Menschen deswegen komisch werden oder so. Also halt, aber man kann ja nicht immer hinschauen. Ich habe halt gelernt, das aus- und einzuschalten, weil es einfach. Ja. Lästig auch für mich ist. Das konnte ich früher nicht. Und das ist vielleicht die große Wandlung gewesen, dass ich früher dem so ausgeliefert war und auch diese Schumann-Frequenzen gehört habe. Ich habe gehört, wie die Erde schwingt, der Ton. Und ich habe die Menschen so ertragen müssen. Und dieses ganze Chaos ist auf mich so eingestürmt. Und durch das Lernen, wie ich in den Kanal gehe, und da mache ich das. Und wenn ich rausgehe, versuche ich mich möglichst selber zurückhaltend für mich selber, mich in Ruhe zu lassen. Deswegen brauche ich auch diese Distanz. Ich kann nur nicht mal im Kaff wohnen. Ich wohne hier echt in der Pampa und das wird auch so bleiben. Ich kann das nicht aushalten. Und durch diese Arbeit habe ich aber gelernt, dass ich nicht mehr so gebeutelt bin davon. Okay, kannst dich besser abgrenzen.
Oder es ist keine Grenze. Ich kann nicht abgegrenzt sein, weil weil die konzentrischen Kreise, wohin ich mich bewege, das ist einfach das stehende Feld. Aber ich kann den Einfluss so weit minimieren, dass die Dichte von Kontakt mit Menschen minimiert wird. Also man kann nicht minimieren, dass wir natürlich über die Magnetgitter und so alle ständig beträufelt sind. Aber ich kann halt schauen, dass ich da, wo ich was machen kann, dafür Sorge trage, dass ich möglichst wenig damit zu tun habe. Genau. Glaubst du, dass alle Menschen irgendwann channeln können? Ich glaube, dass alle Menschen jetzt schon channeln können. Ja, und ich glaube, dass irgendwann alle Menschen wissen, und dass es so ist und es auch machen. Und ich fürchte den Tag, wo es so ist, weil die Manipulation von den Macherkräften und den zielorientierten Menschen und den Gutmeinern so schlimm ist, dass eben viel zerstört werden kann dadurch. Das ist eine achtsame Arbeit, wo man fragen muss und um die Antwort dankbar sein und nicht energetischen Machtmissbrauch betreiben sollte. Es channeln ja inzwischen sehr viele Menschen. Und als ich das erste Mal mit Channel, ich habe auch zwei Channel-Seminare 2006 mal mitgemacht, und das erste Mal, also ist immer wieder gesagt worden, man sollte darauf achten, dass das Channeling liebevoll ist, dass nicht gesagt wird, was man zu tun hat, wenn dann. Mhm. Würdest du noch irgendwas dazu fügen, worauf man achten soll, wenn jetzt überall irgendwelche Menschen anfangen zu channeln und jeder denkt, vielleicht, das ist das Richtige? Woran kann man merken, dass es dass es vielleicht schädlich ist? Es gibt ja beide Ebenen. Es können ja auch negative Energien gechannelt werden, nehme ich an. Gott, was soll ich jetzt sagen, ohne Nestbeschmutzer zu sein? Also, nein, es ist nicht Nestbeschmutzer. Grundsätzlich kommt jeder zu dem, der gerade in der Situation passt. Und wenn es jemand ist, der ihm die Verantwortung abspricht, dann ist es halt einfach ein Thema, wo man gerade nochmal aufwacht und sich denkt, klar, warum habe ich es eigentlich nicht selber rausgekriegt, was brauche ich die mir sagt, was ich tun soll oder so, ja, zum Beispiel. Also weiß ich nicht, vielleicht ist es der letzte Kick, um nochmal zu sehen, jetzt hat wieder jemand über mich bestimmt, kann ja auch gut gewesen sein. Für mich war es gut, ich bin früher öfter zu Chandlern gegangen, habe dann eigentlich eine Aura-Leserin, die Silvia Engel bei Nürnberg in Wendelstein, die ist echt, für die mache ich wirklich gern Werbung. Vielleicht haut es mir einen auf den Deckel jetzt, weil wenn sie das irgendwann mal sieht, weil sie so überlaufen ist, aber die ist richtig gut und die macht eine ganz fantastische Aura-Lesung. Aber bitte fragt mich nicht nach ihrer Telefonnummer, man findet die auch, ihr Silvia Engel, und also ich weiß die nämlich gar nicht mehr. Das ist schon länger als 10 Jahre her, dass ich dort war. Und die hat mir wirklich geholfen und da habe ich hinterher das Gefühl gehabt, das war jemand, der sich auskennt in diesen Ebenen und nicht wichtig tut. Und viele andere Leute, die ich erlebt habe, da hatte ich ein Wichtigtuerei-Gefühl und habe immer hinterher gedacht, hey, das hätte ich selber mir viel besser beantworten können. Und wenn einem so ein Gefühl beschleicht, dann ist es natürlich sowieso schlecht. Und da sagst du was. Also inzwischen ist es bei mir so, dass ich, entweder gehe ich in Resonanz oder ich gehe nicht. Und wenn ich etwas Positives in mir spüre, überhaupt irgendwo was wahrnehme, dann ist es gut für mich. Egal, ob das, was gesagt wird, nicht so gut war oder nicht so schön war. Aber ich fühle es inzwischen, ob es gut ist oder nicht. Also eine massive Stimme ist meistens was sehr Dichtes. Das ist mir passiert, da hat eine gesagt, sie kann toll channeln und so, und da war ich recht ratlos und ich war dann da gesessen und habe meine Beine übereinander geschlagen und habe zugehört und auf einmal kam, wie aus einem Blecheimer, don't cross your legs, in so einer ganz extremen, also das war fürchterlich. Da habe ich so eine Angst gekriegt von diesem Wesen, das da durch die Frau sprach, dass ich das abbrechen habe müssen. Und ich habe lange Zeit damit zu kämpfen gehabt, das wieder loszuwerden. Das war dann so wie ein Echohall in mir. Das sind halt alles Sachen, wo viele Leute mit ihrem Ego komische Sachen einfach machen. Ja, wie überall. Ich kann da keine Empfehlung aussprechen.
Aber wie du sagst, es soll weich und liebevoll sein. Und der Mensch sollte nicht in allererster Linie das des Geldes wegen machen. Nicht in allererster Linie. Das Medium, okay. Ja, sondern also halt wirklich, natürlich nehme ich auch ein Geld für die Privat-Channelings. Und natürlich ist es wichtig, dass man leben kann davon. Aber ich würde jetzt nicht hinter einem herrennen und würde da mit dem Wort Energieausgleich rumwedeln und wenn einer kein Geld hat. Es ist einfach manchmal wichtig, dass die Dinge aus einer anderen Ebene angeschaut werden, damit wieder ein Puzzleteil mit sich in die Harmonie kommt, damit das Puzzleteil weitergeht. Und so eine Haltung, wenn jemand hat, dann ist es für mich eher liebevoll als so eine Dienstleistungsgeschichte. Ich weiß nicht, ob ich mich vermitteln konnte. Doch, ich glaube schon. Alles gut. Ja, das muss jeder selber finden, muss man sagen. Einfach. Und alle haben ihren Platz. Genau. Ja. Magst du noch von deinen anderen Arbeiten noch was erzählen in den letzten 10 Jahren? Oder? Meinen anderen Arbeiten? Ja, deine Rückführungen und Seminare. Rückführungen habe ich bestimmt über 1000 gemacht. Also ich habe sicher weit über 1000 Menschen rückgeführt und habe durch die Rückführungen die Geschichte der Menschheit kennengelernt. Also was Menschen unabhängig voneinander Ähnliches erzählt haben. Wir haben die perfide Kriegsführung der Ägypter kennengelernt, über die du nie irgendwas liest, wie die mit Uran die Menschen manipuliert haben, beispielsweise ganze Ernten vernichtet haben mit Uran. Und dass zum Beispiel die Verreibung von Gold einen Schutz in die Aura gibt und deswegen Aura heißt, weil Aurum Gold ist. Weil das also, wir kriegen ja immer den goldenen Schutz bei den Channelings am Schluss. Und durch dieses Aurum, also dieser Staub von Gold, hat die Menschen gegen das Uran abgesichert, also abgeschirmt. Mhm. Und die Menschen, die das Gold verrieben haben, also schon praktisch potenziert, die wurden dann umgebracht, weil sie davon wussten und weil sie auch den Schutz hatten. Und da sind Geschichten rausgekommen, solche Sachen zum Beispiel bei Rückführungen, da haben wir unglaublich spannende Sachen erfahren und gesehen, wo wir dann wieder verwickelt waren und so. Also eine spannende Reise und auch die Rückführungen vor die Inkarnationszeit überhaupt, 5- und 6-dimensional, 7-dimensional. Also das ist eine ganz tolle Erfahrung, selber dort das zu erleben, wie man sich da aufgehalten hat. Und wenn dann da Fragen aufgetaucht sind, haben wir es dann natürlich gleich wieder gechannelt und haben dann gleich wieder gesagt, und wie ist es da und dort und so. Also es ist einfach eine Kombination. So fantastisch wie bei der Bildzeitung wahrscheinlich. Und man muss sich hinterher immer fragen, ob es jetzt Fake News waren oder nicht. Und wenn dann jemand halt wieder eine Rückführung macht und genau die Geschichte erzählt, die man selber irgendwann mal erlebt hat, und dann ist es wieder ganz toll, dass man dann bei dem rückgeführten Menschen auch gut nachfragen kann, guck mal dahin und dorthin, weil man das halt schon selber so erlebt hat. Ja. Also alles in allem hast du ein ganz tolles Leben. Ja. Du hast wunderbare Kinder. Ja. Auch in deine Richtung tendieren. Auch ja. Mit denen du zusammenarbeiten kannst. Mit Tochter, mit Sohn und vielleicht irgendwann auch mit der Jüngsten. Mein Hund, der tapst hier die ganze Zeit rum. Du hast eine tolle Arbeit. Du bist eigentlich rundherum zufrieden. Oder? Ja, ich bin rundum zufrieden und es ist so, dass es anstrengend ist, weil ich davon lebe und weil ich nicht zur Ruhe komme. Ich kann nicht wie andere Menschen oder wie jemand, der nicht selbstständig ist, selbstständige Menschen wissen es, dass man nicht 2 Wochen Urlaub machen kann und dann den bezahlt bekommt. Also ich lebe halt immer so in der Fülle, dass ich im Jetzt bin. Ich habe immer, was ich brauche. Und wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, weiß ich genau, okay, da kommt jetzt was. Das tue ich mal lieber ein bisschen aufheben, weil wahrscheinlich kommt jetzt was. Fast immer ist es so, manchmal auch nicht. Und naja, also ich leiste eigentlich nichts. Ich habe mir jetzt gestern was geleistet, das werden wahrscheinlich alle sehr überrascht sein. Ich liebe schottischen Whisky. Und ich habe mir jetzt, nachdem ich nicht in den Urlaub war, habe ich mir gestern 2 etwas besondere Single Malt Whiskys bestellt,
schottische. Und die kauft man sich ja sonst nicht so, weil das ist ja schon ein bisschen viel Geld. Und die kriege ich jetzt morgen geschickt. Und das ist zum Beispiel was, wo ich dann mich freue, wenn ich mir sowas Außergewöhnliches leiste. Ja, ja, Thema Alkohol. Im Großen, bitte? Thema Alkohol. Es wird ja immer gesagt, ja, das ist das größte Zeug. Keine Ahnung, 70 Euro auf einmal aus. Das ist ja was zum Nuckeln. Das hat man halt ab und zu mal. Das ist ja wirklich nur ein Genussmittel. Und das habe ich mir jetzt mal gelernt. Das gönnst du dir auch. Du bist also ein Mensch, der sich auch Genussmittel gönnt. Klar, ich habe jetzt den Körper weggebracht. Also. Ja, was sagt dein Körper dazu, wenn du jetzt Alkohol trinkst? Ja, das weiß ich jetzt schon und ihr wisst es auch. Und jetzt brauchen wir gar nicht thematisieren. Das ist fürchterlich. Die Organe machen halt nicht so mit. Aber ich muss, das muss mir egal sein, weil ich will einfach normal leben. Das ist ein gutes Schlusswort. Ein wunderbares Channel-Medium und das lebt ganz bewusst als Mensch. Mit schottischem Whisky. Mit schottischem Whisky. Alles gut. Gut. Sabine, ich bedanke mich. Es war total schön. Ich könnte auch immer weiter, aber ich glaube, das würde dann eventuell zu lang. Ja. Magst du noch ein Schlusswort oder meinst du, es ist jetzt alles gesagt? Ja, du hast das Schlusswort. Ich habe das Schlusswort. Das ist dein Jubiläum. Dann wünsche ich dir auf die nächsten 10 Jahre, dass deine Wünsche erfüllt werden und noch ganz viele Menschen zu dir kommen und du mindestens in den nächsten 2 Jahren vielleicht schon vor riesengroßem Publikum in einer großen, großen Halle dann öffentliches Channeling hast. Das verarbeiten wir dann, genau. Es gibt schon ein Schlusswort, das ich gerne sagen würde. Also du kannst dann gerne noch ein Schlusswort. Ich will nicht der letzte Wort für dich sein. Aber dein Tag. Mein Herz. Weil ich bin ja immer so eine schlechte Internetschreiberin in Facebook und so weiter. Ich will mich hier ganz explizit bei all den Menschen unendlich bedanken, die so also treu sind, die diese tollen Sachen immer schreiben und so dankbar sind und so das so aufnehmen auch und aufsaugen und es weitergeben an andere Menschen. Und ich weiß, dass die Arbeit so vielen Menschen hilft im Alltag, wenn es schwierig ist, einfach das Buch aufzuschlagen oder ein Channeling zu hören und wieder weitergehen zu können. Und es auch anderen Menschen so weitergeben. Und da bin ich so unendlich dankbar dafür, dass diese Arbeit eben nicht im Ego hängen bleibt und dass sie eben nicht bei mir hängen bleibt, sondern dass die Sache um der Sache willen weitergegeben wird. Und die Menschen das so liebevoll aufnehmen. Das beglückt mich wirklich und das weiß ich sehr zu schätzen. Und ohne euch wäre das, was ich mache, gar sinnlos. Und das möchte ich gern. Deshalb öffentliche Channel. Am Schluss nochmal gesagt haben. Vielen Dank. Und wir, jetzt bin ich mit den anderen in einem Boot, bedanken uns, dass du es tust. In diesem Sinne, alles Liebe. Und im September geht's weiter. Ich freue mich schon. Am 18. September haben wir den nächsten Termin. Das ist eine Reihe, wo wir unsere eigene Medialität trainieren. Also das muss ich jetzt dann doch dazu sagen, ich gehe durch den Wald mit einem ganz anderen Gefühl inzwischen, mit einer ganz großen Ehrfurcht vor allem, was da wächst. Ich registriere das wilde Kraut, was den Wald schützt. Ich habe eine ganz andere Wahrnehmung inzwischen, auch in meinem eigenen Garten und allein dafür hat es sich schon gelohnt, diese Serie zu machen. Schön. Okay. Ja, und dann wollten wir ja auch noch die ab September, Oktober der Kommunikation beginnen, wo wir mal Kommunikation auf eine ganz neue Ebene bringen, auf eine ganz andere Art verstehen wollen, was es mit den Chakren zu tun hat, wieso das Halschakra immer ausdrückt, wie der ganze Körper beieinander ist und also nicht in der Du-Botschaft und so weiter, das wissen wir ja schon alles, sondern wirklich, was heißt eigentlich sich äußern? Denn sich äußern ist ja ein Wort, das hat ja so eine starke Bedeutung, das Innerste nach außen zu kehren und darüber würde ich ganz gerne zum Thema Kommunikation miteinander reden, was anbieten. Und das haben wir schon öfter vorhergesagt. Und wir machen neue Termine. Nach dem 18. kommen neue Termine. So machen wir das. Ja? Vielen Dank, Gabi, für deine Hilfe bei all dem. Und das Gespräch. Ja. Tschüss. Tschüss.